In dieser Sekunde ist die Abstimmung tatsächlich geschlossen worden zur Wahl des Parteivorsitzenden Christian Lindner. 42 Jahre alt, ist ja seit dem 7. Dezember 2013 14. Parteivorsitzender der FDP seit deren Gründung. Damals hat er 79,04% der gültigen Stimmen bekommen bei jenem Parteitag. Die FDP war damals... Das ist ja das Schöne an einem digitalen Parteitag. In einer etwas schwierigeren Situation. Jetzt also ein Parteivorsitzender, der deutlich besser dasteht als noch vor einem guten Jahr. Die Stimmungslage in der Partei hat sich etwas beruhigt. Sie hat auch davon profitiert, dass sie eine eigene Position eingenommen hat in der Diskussion um Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Das hat ihr gut getan und sie profitiert im Moment natürlich auch von der Schwäche der Union, die allenthalben zu spüren ist, und hat da den Raum für sich genutzt. Jetzt ist die Abstimmung geschlossen und wir sind gespannt, was Christoph Dammermann für ein Ergebnis verkünden wird und vor allem wann. Und dann haben wir gleich ein Ergebnis. Da kommt es. Wir haben 576 abgegebene Stimmen, die alle gültig waren. Und von diesen 576 Stimmen entfielen auf Christian Lindner 534 Ja-Stimmen bei 31 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen mit einer Zustimmungsrate von 93% ist Christian Lindner für 2 Jahre zum Bundesvorsitzenden der Freien Demokraten gewählt worden, aber eben auch zum Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2021. Lieber Christian, ich darf dich fragen, ob du die Wahl annimmst. Herr Präsident, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, mit großem Dank nehme ich die Wahl an. Ich freue mich und fühle mich motiviert durch dieses starke Votum. Und ich freue mich jetzt gemeinsam auf 2 weitere Jahre mit euch und mit unserem nächsten Zwischenziel der Bundestagswahl. Herzlichen Dank. Keine Überraschung, dass Christian Lindner diese Wahl jetzt angenommen hat. Es ist übrigens das beste Ergebnis, das er jemals erzielt hat bei Wahlen zum Parteivorsitz. Nochmal besser als die 92,4, die er 2015 hatte. Also kann er sehr zufrieden sein mit sich und der Welt und vor allem auch mit seiner Partei.